Willkommen zurück bei Timeout Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport bei der Dakar 2024. Wir bieten euch täglich Einblicke ins Camp, die ihr sonst beim Fernsehen nicht bekommt. Das Camp ist noch nicht ganz voll, es füllt sich, aber ich würde sagen, wir gehen heute mal ein paar Reihen durch, dass ich euch zeigen kann, was schon da ist. Heute Morgen beim Frühstück, das Brot ist wie beim letzten Mal, es sieht aus wie Brot, aber es schmeckt nicht wie Brot und man kann es auch nicht richtig bestreichen, da habe ich gedacht, backen wir wieder ein frisches Brot. Heute gibt es Roggenbrot und dann so 4-5 Uhr ein bisschen Käse dazu, Hobelkäse, ein bisschen Trockenfleisch, ein bisschen Gurken und dann sollte das eine gemütliche Stimmung sein. Heute, wie gesagt, keine offiziellen Termine, jeder kann sich noch einrichten, das passt. Christian, für was hat es das Loch gebraucht? Mit vor, ich zeige dir jetzt. Wir haben ja hier dieses automatische Füllsystem. Und die Luft kommt aus einem Bolzen, der quasi in der Radnabe sitzt. Das heißt, wir brauchen dieses Loch, damit wir die Felge draufsetzen können. Ah, das. Und die Felge, die kam relativ spät. Und ja, um ehrlich zu sein, haben wir dann auch vergessen, dass wir da noch ein Loch reinmachen. Was natürlich jetzt hier eine riesen Aktion geworden ist. Mit der kleinen Bohrmaschine, aber es ging, ja? Ja, ging super, ging besser als erwartet. Und so, dass wir jetzt zwei komplette Ersatzräder haben, weil sonst hätten wir Buchsen unterlegen müssen und dann wäre das wirklich nur so ein Notbehelf gewesen. Aber das ging jetzt wirklich besser als gedacht. Was ist deine Einschätzung, wie lange ihr braucht, bis das Rad gewechselt ist auf der Strecke? Ja, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde. Okay, okay. Ja, so gut, mittlerweile haben wir da schon ein bisschen Übung drin. Aber dann machen wir das lieber nicht, oder? Nee, also es ist sicherlich ein Riesenunterschied, ob du das zu Hause in der Werkstatt machst oder draußen. Oder draußen, ja. Ja. Hoffen wir, dass wir das nie machen müssen. Wenn dann im Camp die Mechaniker. Danke dann auch an South Racing für die Bohrmaschine. Ja, ging gut. Ging gut. Milwaukee. Ja, Milwaukee. Einwandfrei. Wie vom Profi, oder? Ja, fast. Fast? Fast. Ich glaube, wir sind ein bisschen aus der Mitte. Ah, okay. Aber die Schablone hat so gesagt und dann haben wir es so gemacht. Gut. Hier mal ein kleiner Ausblick vom Dach unseres Service-LKW. Wir sind in Reihe 11, also ganz am Ende. Und in der Nacht sind da unsere Nachbarn noch gekommen, der Martin Matschik und sein Team. Also hier da, das ist alles ein Team. Sind drei oder vier LKWs, gehen wir sicher noch vorbei. Dann sind hinten noch Dakar Fire Trucks, das Team ist gekommen. Und hinten da, ganz hinten, steht Audi, aber da ist noch nicht komplett. Generell, es ist sich noch am Füllen. Aber es hat aus meiner Sicht gegenüber 2022 eine größere Dimension. Und auch sonst ein bisschen mit mehr Liebe eingerichtet oder mit Liebe zum Detail. So kleine Sachen, die schön sind, die Sinn machen. Kommt der große Reifen jetzt auch aufs Dach? Ja, müssen wir aber erst Kompressor anschmeißen, damit wir Bremsluft haben. Okay. Und der kommt dann hoch mit den vier anderen und müssen wir dann verzurren, dass da nichts mehr passiert. Sehr gut. Blick bei uns in den Service-LKW. Links sieht man die Betten, wo der Matze und ich schläft. Und der Rudi hat in der Nacht hier sein Bett
Alles sehr komfortabel. Was machst du noch für Arbeiten, Ursi? Ich muss die Getränkebeutel hinmachen, damit wir unterwegs trinken können. Wir müssen ja 3 Liter Wasser dabei haben, mindestens. Ah, das ist im Reglement vorgeschrieben? Ja. Okay. Und da muss ich die Trinkbeutel hinmachen. Vor allem, dass die nicht schwingen, oder? Ja, das macht nichts. Ist egal. Hauptsache, dass der Schnorchel hinkommt. Was habt ihr da noch? 2 Blattfedern, ne? Ja, also die brauchen wir hoffentlich nie. Nie. Aber das ist fürs Gewicht, weil dadurch, dass der Motor vorne sitzt, ist der natürlich sehr kopflastig. Ja. Das heißt, wir hätten hinten auf der Hinterachse relativ wenig Gewicht. Mit den Reifen sicherlich schon mal. Die waren dabei, dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt nur so Halterungen hin. Da hängen wir mit rein. Die Spurstange brauchen wir hoffentlich auch nie, aber es ist natürlich nicht Gewicht. Was wir dabei haben, brauchen wir nicht. Hoffentlich. Der Frank und der Hartmut haben Platz bei uns Service gebucht. Also wir haben zusammen das Camp, und weil sie kein Servicefahrzeug dabei haben, transportieren wir für sie Ersatzteile, Werkzeuge, Zelt und so weiter. Die hatten gestern noch das Problem, dass die Bremse zuzieht. Das wird jetzt angeschaut, repariert. So sollte das natürlich nicht sein. Aber zum Glück haben wir alle noch genügend Zeit. Generell, wenn wir Strom brauchen, 230 Volt, dann haben wir Solarzellen auf dem Dach und Akku von Weichsolar, einem unserer Sponsoren. Das funktioniert einwandfrei. Da haben wir genügend Strom, auch für Bohrmaschine oder Teekocher und so weiter. Aber wenn wir Druckluft oder mehr Strom brauchen, dann haben wir das Stromaggregat, haben wir 2 Stück. Ein kleines mit etwa 2500 Watt und das große weiß ich gar nicht, aber sicher. Das hat genügend Leistung. Und da wir aktuell Druckluft brauchen, läuft das gerade. Für was brauchen wir Druckluft? Der Frank braucht Luft für die Bremsenreinigung. Und ja, aber jetzt hat er uns verlassen. Das war nicht so, wie wir wollen. Mal gucken, geht nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es von dir nicht gehabt hat. Also, die Camps sind immer gleich aufgebaut. Es hat diese Hauptstraße und dann gehen immer rechts und links Straßen weg. Wie schon öfters erwähnt, wir sind in Reihe 11, das ist die letzte Reihe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein paar Reihen hin und her und schauen, was da schon da ist. Hier steht X-Raid, die Betreuung für Mini und Audi zusammen. Audi ist ja das letzte Mal dabei an der Dakar 2024 und dann schließen die das Projekt wieder ab. Und da sieht man schon, wie extrem groß dass das der Mini eigentlich ist. Das hat mit einem Mini fast nichts zu tun, sondern ja, ist sehr groß, beeindruckend. Generell alles noch ruhig. Es riecht gut. Bei der Audi-Küche riecht es immer gut. Die Yamaha Side-by-Sides. Wir nutzen jetzt da mal die Gelegenheit, weil da kommen wir nachher sicher nicht mehr rein. Bei Audi, die haben so einen Hospitality-Truck, wo sie einfach Sponsoren und so begrüßen. Oder auch sonst, die Ruhe haben wollen. Das ist ein Auflieger nur für das. Und generell ist so die... Ja, die sind alle zugänglich, da kommt man überall rein. Sagen wir mal, ah ne, das war gar nicht Audi, das war X-Raid, der von Audi steht da. Sorry. Aber es sind alle zugänglich, außer bei Audi, das ziemlich, oder das letzte Mal war das so, dass das ziemlich abgesperrt ist.
Da ist der Küchentruck von, für beide Teams. Da links die Person, die kenne ich, ist Pauli. Und da wird dann was Gutes gezaubert für, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube 160 Personen, die da kochen müssen, dürfen. So, hier wird Audi aufgebaut. Jedes Auto hat so ein Zelt und ein LKW dazu. Ich denke auch die Autos, die sind nicht gekommen mit dem Schiff, sondern die kommen im Flugzeug. Das sind komplette Ersatz-Monocockpit, denke ich mal. Also die können da ein Auto bauen, nochmal eins. Aber ich denke mal, dann ist man aus der Wertung. Ich weiß es nicht, aber stelle mir das so vor. Aber so sieht ein Audi aus in Einzelteilen oder das Cockpit. Die schieben auch nicht von Hand. Wir haben da einen Elektrogabelstapler. Das macht auch Sinn bei diesem Gewicht. So, der wäre auch auf meiner Wunschliste. Wäre so. Schöne Farbe, gute Größe. Aufkleber kann man noch ändern. Also das war die Hälfte von Reihe 11. Jetzt gehen wir auf die gegenüberliegende Seite. Die das Barcelona-Video gesehen haben, haben diesen Truck schon gesehen. Und sonst, oben ist der Link, wenn Sie es noch anschauen. Hinten alles leer, nur der Tank, immens großer Luftfilter. Was ich gestern noch erfahren habe von Stefan, die fahren Automatikgetriebe. Da der Akkuschrauber zum Rad wechseln. Die haben das bestimmt auch x-fach trainiert. Ja, die Zelte von den Team-Membern. Also die haben schon mehr, aber einfach ein Teil schläft da oben auf dem LKW. Und das finde ich geil. Da hat jeder sein Fach mit seiner Tasche. Also ein Anhänger ist für Taschen. Und hier ist gemischt. Und hier ist der Reifenanhänger. Alles brandneue LKW-Reifen. Tja, und dann stehen wir. Da gehen wir jetzt nicht explizit vorbei, das kennt ihr ja. Hier ein französisches Team, auch von der Classic. Traumhafter Service-LKW. Waschmaschine haben wir übrigens auch dabei, aber nicht so eine große, eine kleinere. Wir müssen einfach warm Wasser reintun und dann wäscht es irgendwie. Ja,
Die Rallye hat noch nicht angefangen und die haben schon das Getriebe drunten, unten. Buongiorno. Non è rotto, è solo per fargli fare qualcosa, perché non è un cazzo da fare. Ok. Also es scheint nicht defekt zu sein, so habe ich das verstanden. Reinigen. Es wird nur gereinigt. Und da hinten steht der Classic LKW, den wir auch in Barcelona schon gesehen haben im Video. Das war Reihe 11, dann gehen wir da hinten in Reihe 10, da hat es ein englisches Team mit Bowler Defender. Ah, der fuhr letztes Mal auch mit, ich glaube der hat noch Ambitionen vorne da mitzufahren, habe ich mal gehört. Cooles Auto. Da denke ich mal, das wird der TV-Liebling werden, die Ente. Ein Tscheche nehme ich mal an. Der wird sicher für Aufregung sorgen. Dann hier ein Quad-Team. Würde mich mal interessieren, wer von euch verfolgt die Quads? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder eher nicht. Persönlich mich interessiert das eher weniger. Daher werde ich die vermutlich weniger filmen. Und wenn es euch interessiert, passe ich das natürlich an. Ich habe die Orientierung schon verloren, ob ich jetzt in Reihe 10 oder 11 bin, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich zeige euch mal noch die Duschen, wie das da aussieht. Hoffentlich sind sie sauber. Ne, normalerweise schon. Da hat es überall so Container, das sind Duschen, das sind Toiletten. Niemand drin, das ist gut. Also das ist alles einwandfrei, kann man immer duschen und wird eigentlich immer wieder geputzt. Das Team habe ich noch nie gesehen, das ist das Team Land Cruiser Toyota Autobody. Deutsches Kennzeichen. Von außen sieht es aus wie fast original und hat aber mit original vermutlich nur noch wenig zu tun. Haben drei Reifen dabei und der läuft sogar. Da hat es einen Wassertank. Und noch dasselbe gleiche Auto nebenan. Alles aus Carbon. Der Wagenheber, da. Der Tank, also ist der hintere Teil ist komplett abgetrennt vom vorderen Teil des Fahrzeuges, der Kabine.
sehr stabil. Also das Camp ist nicht unterteilt in Classic oder Nicht-Classic Kategorien oder in LKWs und Nicht-LKWs oder Profi-Team oder Amateur, sondern ist alles gemischt. Und ich finde, das macht es auch aus mit der Stimmung. Vermutlich ein japanisches oder ein chinesisches Team. Hi, how are you? Vier Motorrädern, alles sauber, brandneu vermutlich. Das ist ein größeres Classic-Team. Ich hoffe, ihr versteht mich noch gut. Der Wind nimmt immer mehr zu. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der 2022 schon mitgefahren. Renault. Und ein Discovery. Bonjour. Den Auspuff habe ich gar nicht gesehen. Das ist mal eine Lösung. Ich habe soeben noch mit dem Besitzer gesprochen. Also das Auto ist 1980 original die Dakar gefahren. Und es gibt in Frankreich auch das Spielzeug. Ich blende es hier mal ein. Und sie haben bewusst da eine ähnliche Nummer angefragt, dass das möglichst nahe der Nummer war, die Initial 1980 hatte. Und der Auspuff, das ist also nicht, was sie da gebaut haben, sondern ja, das ist so. Das war 1980, war das vermutlich Standard. Sehr freundlicher, aufgeschlossener Franzose. Ist immer wieder schön, so neue Kontakte zu knüpfen. Und hier als Land Rover-Fan schlägt mein Herz natürlich höher. Schönes Fahrzeug. Obwohl ich muss sagen, die Toyotas, ja, die sind halt auch schon sehr, sehr gut. Also der Dani und ich, wir haben da immer so ein bisschen einen Witz darüber, ob es jetzt Toyota sein soll oder doch Land Rover. Bonjour. Wird auch gearbeitet. Ah ja, das glaube ich 2022 auch schon mitgefahren. Da ist vermutlich das Ersatzrad drin. Das waren jetzt grob Reihe 10 und 11. Es hat also noch eine Menge zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen heute Abend nochmal, wenn es eingedunkelt ist. Ist auch immer eine coole Stimmung. Wird sicher auch überall noch gearbeitet. Wir gehen jetzt mal zurück ins Camp, schauen, was das Brot macht. Oder der Teig respektive. Brot ist es noch nicht. Wir werden auch öfters gefragt, wie ihr uns unterstützen könntet. Abonniert unseren Kanal, das hilft uns bei der Reichweite, weil Reichweite hilft in den Gesprächen mit den Sponsoren. Like dieses Video und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Teig ist schön aufgegangen, bereit für auf den Ofen. Wo wir jetzt 40 Minuten Geduld haben, dann sollte es am Schluss ein gutes Brot werden.
So nutzen wir die Fläche tagsüber vom Bett. Also alles ist zugestellt. Hier schläft Matze und da unten ich. Und überall haben wir unsere Zeugs. Und das ist Küche, Werkbank, Ablagefläche, Meeting Point, alles. Hola! Hola! ¿Qué tal? Was brauchen Sie aus der Küche? Auch gut, dass eine Küche Kabel benutzt. Das ist eine multifunktionale Küche. Ja, nee, ich muss jetzt so eine Sprechanlage reinhängen. Ah, das ist gut, dann kann ich nachher die Kamera anschließen. Ja, ich hätte extra auch mal die vielleicht für die Parrot. Genau, und dann nicht mehr. Ja. Das Brot ist fertig. Wir sagen, wir können zufrieden sein. Das erste Mal im Omnia Maxi, also wenn hier noch jemand das nachmachen will, ein Kilo Teig passt nicht in den Omnia Maxi rein. Das ist zu viel. Da hat ein Deckel gelüpft, aber genau, es geht. Also ich sitze jetzt am Arbeitsplatz von Ursi. Wo gehen wir jetzt hin? Die GPS-Sonde muss ich da noch festlegen. Das Gerät brauchen wir noch, oder? Ja, genau. Trippi K. Wie das funktioniert, erklären wir dann euch gerne später nochmal, weil ich verstehe es nicht. Ein, aus, mehr nicht. Ist schon gut warm, hä? Ja, 75 Grad, ist schon sehr warm. Die Scheiben und dann noch sauber machen und die Spiegel. Ja. Das ist jetzt der letzte Akt, oder? Ja. Also der letzte Akt. Trippi K wird montiert, wie das Gerät ausschaut. Sehen wir nachher. Aber hier gibt es eigentlich für jedes Gerät da eine eigene Box, wo man hinkommt, das abholt, Geld hier lässt als Deposit. Und dann wird das da von der Person dann direkt eingebaut. Station. Yeah. Each day, the device open automatically the roadbook of the day. Yeah, I know. Okay, here you have three different panels. The first one, you have the official time, the cap, the heading, the distance between the start, from the start, right? Yeah. The second panel, we have official time, real speed. And the distance to the finish of the roadbook. Okay. The third one, you have a target. In the center of the target is your position, and you can see the track. Okay. The real track of the road. Yeah. Okay. That's it. Here, when you ride or when you drive on the roadbook, you have the tulip, the note, the distance between your position and the next. That's it. Enjoy! Thank you very much. Thank you. You're welcome. For your explanation. Bye! 908. Mathias pour Florent, alarme alerte pour le 908. Okay, station okay for me. Thank you. It's perfect. Yeah. Thank you very much. Have a nice day. I got a stamp? Yeah. In my pocket. For everything here, you need a stamp. Yeah.
Dass alle gut gestärkt und guter Laune sind. Daher gibt es jetzt frisches Brot, Hobelkäse und Trockenfleisch. Alles aus der Rallye-Küche. Mal schauen, ob das klappt. Die ersten kommen nicht gerade, aber das kriegen wir hin. Alles mit Solarstrom. Besten Dank an Weichsolar für diese super Solaranlage mit Batterie, ein bisschen dick. Ja. Gurken dazu. Wir haben jetzt bald 4 Uhr und ich glaube, Mittagessen war noch niemand. Schmeckt's? Super! Dann Lizenzen abgeben, Bilder machen und dann schauen wir mal, weil es gibt nochmal Final Technical Check. Da wissen wir aber noch keine Startzeit. Ansonsten fahren wir die Private Test. Private Test ist morgen, oder? Ja. Also man darf die insgesamt 3-mal fahren. Jetzt wissen wir nicht, ob wir alle 3-mal auf einem Tag, 2-mal wollen wir es auf jeden Fall fahren. Wie lang ist der? 30 Kilometer, glaube ich. Ah, cool. Ja, also 2-mal Regularity Test und 1-mal Navigation Test. Und ja, ist nicht weit weg von hier. Ich glaube 30 Kilometer oder sowas. Road Section 31 Kilometer. Ist besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal mussten wir erst mal so 60, 70 Kilometer weit wegfahren. Ja, ja. Ja, ich schaue das gerade mal alles durch, ob das alles so noch auf Stand ist. Um Viertel vor 8 muss man ja sein. Fertig gekleidet. Waschen und Campen. Ja, super. Ja, dann schlafen wir noch, he? Rudi? Nee, weil wir unsere Klamotten drin haben. Ah, okay. Nee, wir stehen auch auf. Dieses Mal gibt es auch so ein Fußballfeld, Volleyballfeld und dann noch so eine Spielhalle. Da war ich noch gar nicht drin. Vor der Rallye immer noch alle entspannt. Bam! Okay, okay. No, 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 yo, 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 come on! La, la, la! Well done! You! Oh, the boss! Woo-hoo. Close, 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 close! Again, 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 again! Woo! Die Zeit läuft unglaublich schnell an der Dakar. Man steht morgens auf und zack, ist schon Abend. Wir haben viel erlebt, haben viel gesehen. Ich hoffe, ich konnte euch die ersten spannenden Fahrzeuge zeigen aus dem Camp. Morgen gibt es sicher wieder 2 oder 3 Reihen. Mal schauen. Wir gehen jetzt was essen, machen ein bisschen früher Feierabend und ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei bei Timeout Racing und Rupert Motorsport von der Dakar 2024. Besten Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns morgen.